Hallihallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker und heute gibt es mal ein komplett anderes Gameplay. Und zwar habe ich hier auf meinem iPhone ein Spiel, ja, was für mich absolutes Retro-Feeling bedeutet. Das war jetzt gerade kostenlos und deshalb habe ich es mir gleich runtergeladen. Space Invasion 2 ist ein Ableger von Space Invaders. Und ja, das spiele ich jetzt einfach mal hier auf dem iPhone 5 habe ich es da. Und schauen wir uns mal schön rein bei den Controls and Settings. Hier haben wir verschiedene Einstellungen, wie man steuern will. Es geht alles über den Bildschirm natürlich, so ohne Bewegungssteuerung, einfach nur ein Bildschirm. Feuermodus Standard, jo, lasse ich einfach so, wie es ist. Auf Play. Und wenn ihr das dann seht, dann werdet ihr schon denken, bah, leck. Oder vielleicht sogar einige von euch geben, die kennen das Game gar nicht. Vom Style her gibt es hier Neon-Style, Retro-Style oder Doodle-Style. Ich nehme hier den Retro-Style und Spielmodus Klassik. Der Klassikmodus, das ist am ehesten der dem Original nachkommt. Und es passt darauf an, passt mal auf, was ihr seht und schwelgt ein bisschen in Erinnerungen. Ja, das Game einfach genial. Level 1. Und los geht's. Und sagt euch das noch was? Also mich erinnert das Game, weil im Alter da war ich, vielleicht 8 Jahre, 8, 10 Jahre, irgend sowas. Und mein Vater, der hat in München gearbeitet, der war der Busfahrer. Ich selbst komme aus der Umgebung von Salzburg. Also es war immer ja, eine Fahrerei für ihn, bis er draußen eine Dienstwohnung gehabt. Und wenn wir, also meine Mutter und ich ihn besucht haben, da sind wir immer wieder mal in sein, ja, wie nennt man das jetzt eigentlich, in ein Hallenbad gegangen. Aber das war jetzt kein normales Hallenbad, sondern es war irgendwie so aufgebaut, so ein bisschen im Karibik-Style. Ja, das ist wirklich so. Einzelne so Kojen oder was gegeben, so Abteilungen, die waren riesig so mit Bambus aufgebaut und da gab es diese Bambussessel und so eine Liege und das ist wirklich irrsinnig gemütlich. Und die hatten auch einen Automaten stehen, also das war so ein Tisch mit Glasplatte oben drauf und da lief eben Space Invaders. Also diese Art von Game, nur ein bisschen noch im älteren Style, also im 8-Bit-Grafikmodus, aber vom Prinzip her, oh, daneben und jetzt, ah, daneben, ah, nochmal, jetzt haben wir es erwischt. Also vom Prinzip her war es nichts anderes wie das. Und ist einfach genial. Also ich finde es einfach lustig, wenn sie dann solche Spiele auch auf ein neues Device schaffen. Und ja, das ist wirklich Erinnerung. Auch wenn es ja, wie gesagt, grafisch jetzt noch immer moderner ist wie damals mit dieser 8-Bit-Variante. Dieses Game bietet ja hier diesen normalen Modus. Und dann gibt es auch den Arcade-Modus, in den schauen wir gleich mal rein. Ich gehe mal hier raus und starte ein neues Spiel und zwar hier den Arcade-Modus. Ah, warte mal, jetzt machen wir nochmal anders. Jetzt machen wir gleich einen anderen Style. Warte mal nochmal zurück. Dann stelle ich um zum Beispiel auf Doodle-Style und den Arcade-Modus. Denn der schaut wirklich aus wie Doodle-Jump und Co. Ihr seht es hier so gezeichnet in der Art und Weise. Und im Arcade-Modus gibt es dann ein paar zusätzliche Goodies. Hier haben wir auch einen anderen Schussmodus, das ist der Standard-Schuss da. Und da fällt immer wieder ein Power-Up runter, so wie hier zum Beispiel. Rapid Fire, jetzt kann ich noch schneller schießen. Ihr seht aber auch, dass einige Feinde wieder nachkommen. So, eine ganze Reihe rund. So, dann kommt das D, das ist der Double Shot. Dual Fire. Da schießt dann gleich zwei so Geschosse nebeneinander raus. Unterwischt, dann gibt es auch noch ein Power-Up, ein Shield, aber das brauche ich nicht mehr. Das Schöne in diesem Modus, da kommen wir jetzt weiter, Level Completed, da kommt jetzt was ganz anderes und zwar Meteor Storm. Also Meteoritenschauer, das ist alles in dieser gezeichneten Doodle-Grafik einfach, finde ich wirklich süß. Das sind so Spiele, die sage ich mal, ja, die spielt man so mal auf die Schnelle ab und zu durch oder auf die, so wenn einem langweilig ist, da braucht man nicht viel Zeit, da braucht man nicht viel Nachdenken oder irgendwas, das wird wirklich locker. Ja, macht einfach Spaß. So, sehr viele alte Spiele, die sind oft wirklich nicht schlecht. Eine Grundidee von alten Games wird ja oft auch noch heutzutage in den neuesten Spielen umgesetzt. Also die Grundidee ist einfach da und wird einfach weiter mitgenommen in die nächste und nächste Generation. So, Level 2. Und hier gibt es auch wieder Power, was haben wir da jetzt? Das kleine Superfire. Ah, da schießt du gleich die ganze Linie durch. Sehr schön, da kommt er ordentlich auf. Oh, ich depp verdrückt und da bin ich schon down. Macht nichts. Wir haben noch ein paar Leben, Gott sei Dank.
Dieser Automat damals, ich kann mich glaube ich noch erinnern, ich glaube, da hat das Spiel eine Mark gekostet, eine deutsche Mark. Was ist das in Euro? Keine Ahnung, weiß gar nicht, weil wir haben Schilling gehabt. Wie war das mit Euro Schilling? Das war 1 zu 7, glaube ich. Ah, ist eh wurscht. Auf jeden Fall, es war nicht sonderlich teuer. Gut, für die damalige Zeit war es auch nicht viel, viel billiger wie jetzt wahrscheinlich. Ach scheiße, das hat nicht aufgepasst. Aber ja, den Automaten habe ich wirklich oft gespielt und das war wirklich, wirklich so ein Highlight für mich. So, wenn ich kurz habe, ah, da fahren wir jetzt hin. Oh, oh, oh. Also das jetzt, das habe ich nicht gesehen, verdammt, Game Over. Ja, vielleicht ein sehr guter Zeitpunkt. Auf jeden Fall war das für mich damals immer eine Sache, so, da fahren wir jetzt hin und darf ich dann mal mit diesen Automaten mal spielen. So, das war's hier von Space Inversion 2, mal komplett was anderes hier auf meinem Kanal. Aber vielleicht mache ich immer öfters mal so ein Gameplay von iPhone oder iPad Games. Ich wünsche was, sage tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Bitwalker.